So, willkommen zu einer neuen Folge NoHirn TV, beziehungsweise wir sind zurück mit den längst überfälligen Battle Awards. Nicht für 2020, nicht fürs 75. Nicht fürs 40. Nicht für die Qualifikation. Nein, wir sind hängen geblieben in 2019 beim Finale. Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwie habe ich im Halbfinale das letzte Mal Battle Awards verteilt, fürs Finale dann nicht. Dann war schon wieder die Qualifikation, dann haben die Streams angefangen, dann hat alles andere angefangen, dann hat Corona angefangen und jetzt war der Prime natürlich da, hat seinen Gewinn abgeholt, seinen Pokal, sein Pullover, seine 2000 Millionen Euro und ich habe ihm auf jeden Fall im Interview versprochen, weil er auch gesagt hat, er findet es schade, dass keine Battle Awards mehr kommen, auch dieses Jahr und so. Das war immer eine richtig coole Sache, worauf man sich gefreut hat, wo man nochmal Leistungen der Runden hervorheben kann, nachträglich, und dass das viele interessiert hat. Und auch andere Leute haben mich angeschrieben, ob es noch Battle Awards gibt, ob es dieses Jahr auch Battle Awards gibt und auch so in den Kommentaren immer, das müsste mindestens einen Award geben für bla bla bla. Deshalb habe ich im Interview versprochen, ich werde es nachholen. Ich werde die Awards für das Finale 2019 verleihen. Ich werde sie dann für die Qualifikation 2020 verleihen. Für die 75. Runden 2020. Und momentan sind wir ja im 40. angekommen. Werde mal schauen, dass ich dann dafür auch mache und das jetzt wieder regelmäßig so rein. Ich mache das aber nicht alleine, ich habe mir Unterstützung geholt von unserem Kollegen Pfeffi. Der hat mit mir jetzt ganz gemütlich beraten. Eigentlich ist der Ditschen gerade da, aber der ist gerade auf dem Scheißhaus. Und dann hängt er sich wieder aus dem Fenster, der hat auch eine Flasche Pfeffi. Und wir haben uns auf jeden Fall zusammengesetzt und beraten, wer die meisten Awards im Finale abbekommen hat. Das ist ja nicht so schwer. Es waren ja nur drei Leute. Die Incredible Hulk, der Pastor, Kibi Boss. Zwischen denen wird das jetzt ja auch ausgemacht. Ihr habt also nur die drei Leute, die was abbekommen können, beziehungsweise auch die Feature Parts von denen. Wir wollen aber nicht mehr lang reden. Wir fangen direkt an und gehen wieder mal zu ein paar Statistiken, denn angefangen wird mit Meisteraufrufe und Meisteraufrufe auf seine Finalrunde hatte eindeutig der Pastor mit 1310 Aufrufen auf das Triple Threat Finale 2019, mit dem er auch das Turnier gewonnen hat. Dann geht es weiter mit meiste Kommis und da können wir gleich bei dem Pastor bleiben, denn auch hier hat der Pastor die Nase vorne mit 51 Kommentaren unter seiner Runde. So wie Likes, das ist wieder die nächste Kategorie, wieder statistisch festgehalten. Auch die meisten Likes hatte der Pastor mit 112 Likes auf seine Finalrunde. Kommen wir zu Dislikes, da sieht es ganz anders aus. Oder auch nicht. Denn auch hier der Pastor ganz vorne mit dabei, beziehungsweise was heißt ganz vorne? Der Pastor hat auch die meisten Dislikes bekommen, aber mit gerade mal 22 Dislikes, und das ist jetzt nicht so viel, wenn man sieht, 112 Likes und nur 22 Dislikes. Bei anderen ist das so 25 zu 23 oder so vielleicht auf den Runden manchmal. Das ist schon richtiger Mist, aber hier sieht man wirklich einen guten Sprung nach vorne. Und trotzdem 22 Dislikes auf die Pastor-Runde, also da lässt er den anderen gar keine Chance, hier mitzumischen. Dann haben wir natürlich auch noch die Facebook-Likes. Wer hat bei Facebook im Facebook-Vote abgestimmt? Wer ist am besten weggekommen? Das war auch der Pastor, diesmal mit 19 Likes auf seine Runde, beziehungsweise mit 19 Votes halt einfach. Und die wenigsten Facebook-Likes hatte die Incredible Hulk mit gerade mal 10, aber ihr seht, Facebook ist einfach nur so zusätzlich, das meiste spielt sich ja auf YouTube ab, so soll es auch sein. YouTube soll eigentlich aussagekräftig sein, YouTube ist aber leider mit Anonymität geprägt. Deswegen trotzdem Incredible Hulk 10 Likes bei Facebook mitgenommen. Das waren jetzt also die Statistiken, wunder dich nicht, wieso ich nackt bin. Das waren also die Statistiken. Du kannst dich ruhig dort irgendwo hinsetzen und deinen Pfeffi trinken, Bruder. Das waren die Statistiken, jetzt sage ich es zum 10. Mal. Und weiter geht es natürlich mit den richtigen Awards. Wie immer angefangen mit der ersten Abgabe. Und erste Abgabe ging diesmal an die Incredible Hulk
Da hat der Romantik die ganze Zeit schon gedacht, weil der auch öfters für ihn abgemischt hat. Ah, Alki wird sicherlich der Letzte sein, der abgibt und ah, Probleme hin und her und sonst was. Aber irgendwie haben alle Zeit Probleme gehabt und trotzdem war Incredible Alk dann der Erste, der abgegeben hat. Also erste Abgabe geht an die Incredible Alk. Man sieht Prime dieses Jahr im NHR das Handtuch werfen, denn wenn er schon keinen Sex hat, yo, dann kann er auch gleich Pastor werden. Ich geb ganz täglich kommentarlos Gläser, meine Lieblingschristin ist und bleibt für immer Margot Käßmann. Weiter geht es mit Beatpig und bei Beatpig sah es ganz besonders aus. Ihr müsst es euch vorstellen, der Kiwi-Boss hat einen richtig komischen Beat, wechselt dann auf einen besseren Beat, aber beide sind mir jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben, fand ich jetzt nicht so atemberaubend oder finalwürdig. Die Incredible Alk hat einen richtig chilligen Beat, geht dann weiter auf einen noch chilligeren Beat, die man sich beide einfach richtig gut geben kann, aber meiner Meinung nach auch nicht so finalwürdig vom Feeling her. Dann der Pastor kommt mit einem Rockbeat, der mir einfach überhaupt gar nicht gefallen hat, mit dem ich einfach überhaupt gar nichts anfangen konnte. Der hat zwar ordentlich Druck gemacht, aber war einfach überhaupt gar nicht mein Geschmack. Geht dann in ein Disco-Feeling über und geht dann wieder über zum epischen Finale, was meiner Meinung nach von allen Beats, die im Finale verwendet wurden, von allen Runden der beste Beat war. Aber generell gesehen hat er ja zwei Beats, die mir dann nicht so gefallen haben, einer herausgestochen hat, also das Verhältnis 2 zu 1 und bei Kiwi Boss 0 zu 0 und bei Incredible Alk einfach so, ja, sie waren beide okay, sie haben beide gepasst, es geht natürlich besser, aber ich habe auch nichts zu kritisieren an den beiden Beats, deswegen für mich bester Beatpick, die Incredible Alk, der hat einfach zwei stabile Beats genommen, auf denen er einfach chillig gerappt hat, hat auf jeden Fall zur Atmosphäre, zum Feeling der Runde gepasst. Bester Beatpick, die Incredible Alk. Jetzt stehst du ja so als Pastor am Mikrofon. Sag, bist du Team Kinderficker oder doch Team Homophob? Prime, du bist ein widerlicher Spast. Und siehst aus wie kleines Papier, denn du bist hässlich wie DIN A8. Dann geht es weiter mit beste Idee. Und hier muss man auch wieder sagen, Kiwi Boss eigentlich meiner Meinung nach keine richtige Idee hinter der Runde. Der hat also einfach, ist da, also wer auch immer das war, meistens wird er gedoubelt, wird da im Zimmer rumgehampelt vor der Tür, dann wird plötzlich draußen rumgehampelt, draußen vor der Tür im Freien. Der Ditschen hat auch gleich gesagt, ja, jetzt hat er sich auch noch ausgesperrt, ne? Kommt nicht mehr rein, jetzt muss er draußen rumhüpfen. War für mich keine großartige Idee dahinter, um das irgendwie zu was Besonderem aufzubauen. Beim Pastor war der Gedanke der natürlich, dass der Pastor die Runde eröffnet, dann Promille den Mittelpart übernimmt und auch Prime als letztes nochmal den Gnadenstoß gibt. Aber es ginge eigentlich nur um den Pastorteil, ja? Auf der anderen Seite ist er ja alles selber, also kann er auch mit seinen ganzen Gimmicks und Facetten da spielen. Aber wenn man mehrere Leute ist, einfach da mehrere Sachen von sich einbringen, ist gut gedacht. Hat mich aber jetzt nicht so extrem vom Hocker gerissen, auch wenn der dritte Teil natürlich am meisten Eindruck hinterlassen hat. Im Gegensatz aber zum Incredible Hulk. Da fand ich die Runde einfach richtig genial gemacht. Selbst im ersten Teil, wo das vielleicht jetzt nicht so cool aussieht, fand ich das aber lustig gelöst, dass man das Bild eben wie eine, ja, weiß ich nicht, wie so eine Diashow, wie das eben so, wie so ein Zeitstreifen vorbeizieht, die Videosachen, die Videotakes da dabei. Ihr habt einen Grund hinter, einen Hintergrund. Und ihr habt über diesem Hintergrund verschiedene andere Einstellungen, Sachen, die immer so geschichtlich vorbeilaufen, was irgendwie aufwendig gewirkt hat. Ich weiß nicht, wie man das umsetzt, ob das wirklich aufwendig ist. Aber was mir richtig gefallen hat, ist vor allem auch der zweite Teil der Runde, dass er da wirklich von der Qualifikation über die erste, zweite, dritte Runde ewig hin und her bis zum Finale sozusagen alle seine Videos und Videokonzepte nochmal durchgelebt hat, im Finale auf den Gegner angepasst. Ihr habt nochmal das am Anfang gesehen gegen MRY, wie er da mit dem Computer und diesen Befehlen auf dem Computer gearbeitet hat, diesen Videoausschnitten. Ihr habt das
als der Kollege da das Video für ihn gedreht hat sozusagen und er im Urlaub war und da was reingeschrieben hat immer, ihr habt das auch, wie er als Ansager, Moderator immer so durchs Bild geschoben wird und immer per Greenscreen vor verschiedene Sachen gestellt wird. Ihr habt das, als er gegen Bambino, wie heißt der, Castello? Marvin Castello, genau, als er gegen Marvin Castello gebettelt hat und hat in dem Video dann eine Pizza zubereitet, ohne Belag. Und da hat er eben wieder so eine Kochsendung gemacht und hat diesmal aber irgendwas mit Alkohol gemacht, irgendwie eben auch wieder auf den Gegner abgeschnitten, so irgendwie. Das war eigentlich lustig gemacht. Man konnte, wenn man sich das Video ansieht, sich direkt wieder an die vorherigen Runden vom Incredible Hulk erinnern, zurückerinnern an das Videokonzept, an die Settings dabei. Deshalb für mich beste Idee dahinter, die Incredible Hulk. Der spittet fruchtbar auf fruchtbar, geile Line, das war der heiße Scheiß auf Höhlenwänden in der Eisenzeit. Gott sei Dank trennt unsere Texte ja nur sprachlich wenig, oh, denn meine Lines sind fast nie dumm und deine Lines sind selten dämlich. Eines hat mich letztens bei Bares vor Rares hart gewundert, warum schätzt Rezipa Zabel deine Lines auf 1800? Dann kommen wir zu bestes Video. Die beste Idee hatte also Incredible Hulk, aber ich muss sagen, bestes Video beim Kiwi Boss sah jetzt beides nicht so berauschend aus. Beim Incredible Hulk ist meistens auch das Bild und die Kamera und die Bearbeitung jetzt nicht so schön und sieht eigentlich auch sehr, sehr billig aus. Sagen wir mal, sieht alles irgendwie ein bisschen schwammig aus und als könnte man da wirklich extrem noch was an der Qualität schrauben. Das Einzige, was wirklich sehr kräftig und präsent war, waren, wenn man ihn eben reingeschnitten hat irgendwo und vor irgendwelche Hintergründe gesetzt hat. Das sah auf jeden Fall richtig gut aus. Da waren die Farben auch gut, aber alles dabei, aber alle Aufnahmen direkt so mit Kamera waren jetzt nicht so überzeugend. Deswegen für mich bestes Video an der Pastor. Der hat nämlich schon im ersten Video als der Pastor auf dem Friedhof eigentlich eine richtig gute Location gehabt, die gut in Szene gesetzt war, mit Schnitten dabei, mit Kamerafahrten, da gab es viel Action. Auch dann der Wechsel in den Club, im Club gab es auch Action und dann dieses epische Ende, diese knallrote, höllenähnliche Atmosphäre da im Hintergrund auf dem Bildschirm, die ganzen einzelnen Leute, die mir da in der Runde mitgewirkt haben, einen Spieler da reingesendet haben, das alles dabei, das alles, um das Video aufzuwerten, um das Video spektakulärer zu machen. Das fand ich richtig genial, deswegen für mich bestes Video der Pastor. Deine Runde zu schauen war kein schönes Gefühl. Es ein Hauch von Höhen. Der Pastor, der mit Groupies und unten schläft. Du kommst in den Mixer, bist mein Smoothie für unterwegs. Mit deinem Bandana machst du einen auf Crack Dealer. Doch darunter siehst du aus wie einer meiner Messdiener. Dann kommen wir zu bestes Feature. Und hier muss ich auch wieder den Pastor erwähnen. Es gab zwar in der Runde vom Kiwi-Boss Slim Dub, der ein Feature gemacht hat. Da fand ich aber die bisherigen Sachen von ihm irgendwo besser. Genauso wie beim Incredible Hulk war Neko dabei. Neko, richtig genialer Dude auf jeden Fall. Hat einen richtig schönen Hook gemacht, die auch schön gut dazu gepasst hat. Aber ist vielleicht rap-technisch jetzt wertvoller gewesen als das von Alko. Aber ich muss sagen, das Feature von Alko ist mir einfach am meisten hängen geblieben. Wenn ich das gehört habe, das Feature von Alko in diesem Promille-Part, der hat einfach so gute Laune verströmt, das hat einfach so partymäßig gewirkt. Man hatte sofort Bock, einfach mitzusingen, mitzumachen, wollte das gleich nochmal hören und es hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, auch wenn Neko richtig stabil in der Hook war und da was richtig Fettes abgeliefert hat, ist Alko einfach fetter gewesen, meiner Meinung nach. Deswegen für mich bestes Feature: Alko in der Runde von der Pastor. Hallo mein Freund, Incredible Like, wie schön, dass wir uns wiedersehen. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt bei irgendeinem Turnier auch nur die erste Runde überstehst. Wir sind stolz auf dich, du hast manch heftige Rhymes, dafür klingst du wie eine hässliche Lesbe am Mike. Dann kommen wir noch zu beste Hook. Wer hat also auf einen Gast verzichtet, sozusagen? Wer hat in seiner Runde eigentlich auch eine eigene Hook gemacht? Und hier muss ich sagen, geht das eindeutig an die Incredible Hulk. Jetzt könnt ihr mich dafür wieder steinigen, weil ich glaube, ich habe in der Runde vom Kiwi-Boss gar keine eigene Hook gefunden. Der hat
glaube ich, im ersten Teil gar keine Hook und im zweiten ja eben das Feature von Slim Dub. Bei Prime, der hat als Pastor ein Feature von Suvot, als Prime ein Feature, ach, als Promille Joe ein Feature von Alko. Und als Prime am Ende gibt es, glaube ich, gar keine Hook, einfach nur den Abschlusspart. Und deswegen ist da auch keine eigene Hook dabei. Und Incredible Hulk hat zwar im zweiten Teil die Hook bzw. das Feature von Neko, aber im ersten Teil, den hat er ja komplett alleine gemacht. Wo auch immer, Amen, 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 bin ich auch ein Pastor jetzt? Der hat ja da trotzdem eine Hook reingebracht, die er selber gemacht hat. Deswegen gibt es eigentlich nur einen, der den Hook-Award verdient hat. Das ist die Incredible Hulk. Bitteschön. Amen, 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 bin ich auch ein Pastor jetzt? Ich hab dreimal Amen gesagt. Amen, 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 fuck, das war zu viel. Jetzt bin ich wohl aus Versehen Papst. Amen, 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 bin ich auch ein Pastor jetzt? Ich hab dreimal Amen gesagt. Amen, 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 fuck, das war zu viel. Jetzt bin ich wohl aus Versehen Papst. Was ist denn immer zu? Ich muss langsam hier Facebook lesen. Da lest doch jetzt kein Facebook. So. Wir kommen jetzt zum wichtigsten Award eigentlich in der ganzen Sendung, denn beste Crew-Runde fällt ja raus, es ist keine Crew mehr dabei, aber jetzt beste Solo-Runde. Und jetzt werden sich wieder 10 Millionen Leute vor den Kopf klatschen und denken, was, wie geht das denn? Aber für mich, beste Solo-Runde geht eindeutig an die Incredible Hulk. Jetzt werden die Leute wieder sagen, hä? Wieso gewinnt er denn beste Solo-Runde, aber hat nicht das Turnier gewonnen? Wieso gewinnt Prime das Turnier, aber kriegt nicht beste Solo-Runde? Ramses, bist du behindert? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Aber erstens muss ich dazu sagen, dass natürlich die Battle Awards meine persönliche Meinung widerspiegeln und mein persönlicher Eindruck darüber liegt, wie ich das wirklich so vergeben würde. Wenn jetzt einer rausfliegt oder wenn jetzt einer nicht weiterkommt, das liegt ja nicht alleine in meiner Entscheidung. Es ist ja wirklich so, dass da noch andere Jury-Teilnehmer involviert waren. Und so kann es natürlich sein, selbst wenn 5 Leute den gut finden, ich den aber besser finde, dann kommt der nicht weiter. Der andere kommt weiter, aber ich würde trotzdem meinen Award an den geben, weil ich den besser fand. Deswegen funktioniert das alles. Und für mich einfach Incredible Hulk, auch deswegen, weil, wie gesagt, er hat ein gutes Konzept gehabt fürs Finale so, er hat eine gute Idee gehabt, er hat ja sowieso hier bester Beatpick abgestaubt, er hat ein cooles Feature gehabt, er hat eine eigene Hook gehabt, er hat ein eigenes Video gehabt, der hat coole Beats ausgewählt, wie gesagt, er hat durchgehend eine unterhaltsame Runde gehabt, der hat durchgehend gute Punches gehabt, meiner Meinung nach. Ich habe eigentlich an seiner Runde nichts auszusetzen gehabt. Für mich war das einfach eine runde Runde, die mir von vorne bis hinten gefallen hat. Deswegen für mich beste Solo-Runde, komplett von vorne bis hinten ein rundes Ding. Was jetzt eben beim Pastor zum Beispiel nicht so war, da mir persönlich dieser Rock-Teil nicht gefallen hat, mir persönlich dieser Promille-Teil inhaltlich einfach nichts gegeben hat, nur zur Fülle da war, dass alle drei Charaktere aufgestiegen sind und nur der letzte Teil durch das ganze Auftreten überzeugt hat, aber es sind nun mal alle drei Teile da und es ist mir ein zu großes Chaos, ein zu großes Mischmasch gewesen, so von ja, okay, zu naja, was jetzt hier und dann zu wow, das ist mir so ein Durcheinander von den verschiedenen Sachen, den verschiedenen Kapiteln, alles drum und drunter und drüber, drum und dran, wie auch immer, dass ich einfach Incredible Hulk auf einer Linie gesehen habe. Der hat angefangen, hat sein Ding gemacht, Beatwechsel, hat sein Ding weitergemacht, war für mich einfach gut zum Durchhören, zum immer wieder neu anhören und da gab es keinen Schnickschnack. Deshalb für mich beste Solo-Runde, die Incredible Hulk. Ah, du des Potters, Alter, doch der Unterschied ist marginal. Junge, du siehst aus, als ginge Potters bei zu deinem Abi-Ball, Hulk. Ich trinke grundsätzlich auch wochentags und schick dich zurück in das Loch, aus dem du gekrochen kamst. Gute Hooks von dir, das wäre ein Novum. Bislang waren die wie knappes Abseits, erkennt man erst in der Wiederholung. So hat sich das Feiern deiner Hooks oft schnell erledigt. Denn die Hook zählt erst, wenn der Kölner Keller sie bestätigt. Dann geht es weiter mit unterhaltsamste Runde.
Und eigentlich habe ich es eben auch schon gesagt, dass er auch der unterhaltsamste war, inhaltlich auch von den Punches, geht ebenfalls auch an The Incredible Hulk. Also ihr seht, er hat hier richtig abgeräumt, hat eigentlich alles mitgenommen, was geht und hat trotzdem nicht das Turnier gewonnen. Wie geht das denn? Mann, 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 Mann. Nein, aber für mich trotzdem auch das ganze Turnier über unterhaltend in seinen Runden, von den Texten her, von den Punches, von seiner Art, von seinem Gimmick. The Incredible Hulk und deshalb hier auch nochmal unterhaltsamste Runde an The Incredible Hulk. Ramses, was hast du uns denn dahingestellt? Nimm mal zwei andere, sonst wird das hier nichts mit Triple Threat. Ein Gimmick, das sich für Killer hält und nebendran steht auch noch dieser Primetime, Digga. Fett, ob nun Primetime oder Extraherr. Wer behindert der, das lässt sich nicht erklären. Wissenschaftlich Fakt, ihr tragt Kostüm und ihr versucht zu trollen. Heißt, im Herzen seid ihr beide der gleiche Scheiß suchen so. Dann kommen wir noch zur langweiligsten Runde. Langweiligste Runde geht hier leider an den Kiwi-Boss. Denn irgendwie, bisher wird immer nur von Incredible Hulk oder Pastor geredet und der Kiwi-Boss geht ja irgendwie ein bisschen unter. Der hat zwar eine coole Stimme, der kann gut rappen, aber ich fand trotzdem, seine Runde, naja, ist halt komplett untergegangen. Die anderen sind mehr im Gedächtnis geblieben, der Pastor ist halt komplett aufgefallen, der Hulk hat einfach komplett unterhalten und ist ins Auge gestochen, hat sich eine super Gasthook noch dazu geholt und Kiwi-Boss, der hat irgendwie, als hätten die zwei das unter sich ausgemacht und er hätte ein bisschen so daneben gestanden. Klingt halt doof, er hat auch seine Anhängerschaften und viele Leute, die ihn als den Gewinner gesehen haben, aber trotzdem finde ich, hat er nicht mit den zwei anderen so mitgehalten, ist einfach ein bisschen untergegangen. Deshalb langweiligste Runde, was nicht heißt, dass die Runde scheiße war. Trotzdem er aber jetzt den goldenen Scheißhaufen bekommt, aber du bist ja nicht der Elijah, also nimmst du das ja auch nicht so ernst, ne? Grüße gehen raus an Elijah und an den Kiwi-Boss. Ich bring dich hohen Sohn ins Grab, als du hörtest, dass Pastoren niemals Sex haben, war dir die Berufsentscheidung klar. Yeah, das ist der Brille zum Rapper, du hast die Möglichkeit zu ficken, aber wichsen ist besser. Dann haben wir noch einen besonderen Award und das ist auch der allerletzte. Diesmal gibt es nämlich keinen Ehren-Award, den gab es ja letztes Mal schon. Aber wir haben noch einen Award, den ich einfach noch zusätzlich verleihen möchte. Der allerletzte Award im NRR Battle 2019 rückwirkend. Bevor es dann nächstes Mal weitergeht mit den Awards für die Quali 2020. Und das ist der Epic Moment. Gab es auch noch nie, wird zum ersten Mal jetzt verliehen. Und der geht an den Pastor. Denn ich finde immer noch, dass wirklich dieser letzte Teil seiner Runde, dass dieser letzte Beat, der da angemacht wird, dass der eben das finalwürdigste Feeling mitgebracht hat. Das hat die Kiwi-Runde und die Incredible Hulk-Runde irgendwo komplett in den Schatten gestellt und das war so übermächtig, brutal und unmenschlich einfach nur. Auch dieses getriggerte Prime im Finale, wie er das reinschreit und alle Leute müssten kotzen eigentlich, wenn sie das hören. Was, der ist im Finale, das gibt's doch nicht. Und alle fühlen sich getriggert, alle drehen durch und er rappt da und er rappt so richtig böse und aggressiv und scheißt da auf alles und das habt ihr nie gedacht und nie geglaubt. Ihr hört das richtig, wie das aus ihm raus lodert, auch mit dieser brutalen, roten Atmosphäre dabei, mit den Videoeinschnitten, mit den ganzen Leuten im Hintergrund, mit Eggmag am Ende, den ganzen Gästen dabei. Das ist auf jeden Fall, das ist so im Gedächtnis geblieben, das fand ich so stark, dass ich davon ja auch eine 10-Minuten-Version gemacht habe. Nur von diesem letzten Teil, weil ich das so episch fand und man das jetzt eben 10 Minuten lang angucken kann, weil ich das so gefeiert habe. Für mich deshalb, dass der Epic Moment Prime im Finale und dann mit so einer Bombe hinten raus hat ja das Turnier gewonnen. Viele finden es gut, manche kritisieren das, aber trotzdem, ich fand immer noch beste Solo-Runde Incredible Hulk, aber ich gönne das trotzdem dem Pastor vom ganzen Herzen und er hat hier wirklich für Gesprächsstoff gesorgt. Er hat hier eine Bombe gezündet. Epic Moment, der Pastor. Um euch alle zu triggern, muss ich eines nur sagen. Prime im Finale. Ich habe es verdient, im Finale zu sein. Ja, ich bin schizophren, ich vereine alle in einem Überraschungseffekt. Deine Maske ist weg. Was sich dahinter verbirgt, Romantik und Wack. Schnupfi und Elijah stehen auf Kiwis. Fruchtfleisch ist ja fast wie Saarland. Inzest im Dunstkreis. Kiwi-Boss, du siehst wie ein Zierkürbis aus. Komm her, ich schmeiß Etzeler dir Prügel raus. So, das war's auch eigentlich schon von den NRR Battle Awards, ne?
von letztem Jahr. Wir sehen uns dann wieder in diesem Jahr, wenn die von der Qualifikation verliehen werden. 2020. Das wird dann nicht so einfach wie jetzt, denn da gibt es ja dann 150 Leute, zwischen denen man noch den besten Beat raussuchen muss und das beste Video und das beste Feature. Gut, Feature ist eigentlich leicht, beste Crew geht auch noch, beste Solo ist wieder verkackt, aber egal. Das ist ein anderes Thema, das machen wir dann in Ruhe. Mal gucken, wie ich dazu komme, das noch zu schneiden, das alles hochzuschmeißen. Vielleicht kann ich mit dem Ditch noch ein bisschen Pfeffi trinken nebenbei und schon mal anfangen zu schneiden. Da freut er sich bestimmt riesig. Und das war es eigentlich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das Turnier löst sich auf wie Correga Touch. Was zu fern ist, das wird noch das Kollega Judge. Jetzt steh ich im Finale mit irgendwelchen Lackaffen. Wär ich die McFly-Fan, würde ich mich abfacken. Die fragen sich, wieso was im Finale ist. Ihr werdet gar nicht hier, hätten die mal ihre Parts gekickt. Den feiert halt die Jury, Kiwi feiert die Crowd. Ist mir scheißegal, ich schmeiß euch jetzt beide hier raus. NIM.